Ja, und willkommen zurück zu Haunting Ground. Ja, in der letzten Folge haben wir es endlich geschafft, den roten Gottesstein zu kriegen und so. Und ja, ich hatte ja am Ende der Folge nochmal gesagt, wie ich mit Huey die Tür aufgekriegt habe. Ich glaube, ich zeige euch das jetzt nochmal. Ich glaube, ich lobe den erst nochmal. Good boy. So. Ich gehe dann nochmal kurz dahin. Zum Glück ist der Weg jetzt nicht so super weit. Ja, keine Ahnung. Für die, die es wissen wollen. Ah, ich glaube... Ach so, stimmt. Hier lag ja noch mal was. Das nehme ich dann direkt noch mal mit. Weinender Stein. Weinender Stein. Ich glaube, der war für... Der macht, glaube ich, lauten Krach. Oder wie war das? Ach, ich habe keine Ahnung. Na ja. Genau. Ich zeige euch das jetzt einfach mal, wie das war. Weil einige waren wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Also, ich wäre es auf jeden Fall. Also, dem Raum wisst ihr ja. So, wo war das? Wo war das? Genau. Eieiei, da hat irgendjemand Feuer gelegt. Naja, auf jeden Fall war da vorher kein Feuer. Ich habe Huey da reingeschickt. Und dann bin ich in den besagten Raum... Ja, ich weiß, da musst du aber nicht nochmal rein. Dann bin ich in den besagten Raum reingegangen, wo die Tür eigentlich verschlossen war. Am besten schaut ihr in der letzten Folge nochmal, wo dieser Raum ist. Dann werdet ihr wissen, was ich meine. Und jetzt können wir hier einfach weg. Moment, ich bin am Überlegen, ob ich nochmal hier in dieses Versteck reingehe. Ich glaube, das werde ich nochmal machen. So, rein da. Und? Gehst du rein? Ja, ja, das wissen wir. Und dann können wir mal eben gucken, dass wir hier was erstellen. Genau, Medaillon. Das wird schwer. Mundus, okay. Verdammt, shit. Okay, Sedatio, ja, also auf jeden Fall nichts Tolles. Also ich mache das immer so schnell, weil ich bin super ungeduldig, was das angeht. Aber naja, so, jetzt können wir wieder weg. Hallo, ich möchte raus. So, dann gehen wir noch mal eben zu Huey und dann loben wir ihn noch mal. Good boy. Good boy. Huey. Huch, ich hänge fest. Come on. Oh, ich hänge die ganze Zeit fest, das ist voll schlimm. Und kommst du? Good boy. Ja. Ja, toll. Der Typ, der da irgendwas aufleckt. Warum auch immer. Der tut mir schon ein bisschen leid, muss ich sagen. Come on. So, sehr gut. Kommst du, Huey? Come on. Good boy. Ja, sehr schön. Cool. Huch. Diese Kamera manchmal, ey. Das ist ja echt, ey. Genau. Jetzt kommen wir ganz nach draußen. Und ja, versuchen natürlich hier zu entkommen, aber es wird ein bisschen schwierig. Und ja, der ein oder andere wird wissen, dass das nicht so gut klappen wird. Ah, sehr gut. Hey, was ist das? Ja, schaue ich gerade nach. Karte des Waldes. Ja, wir sind im Wald. Dann werde ich mal eben die Karte des Waldes hinzufügen. So, schauen wir uns mal die Karte an. Ja, sehr unübersichtlich, wie ich finde. Und ja, eieiei, das wird was. Das wird was. Wartet mal kurz, ich habe was vergessen. Hier gab es doch wieder neue Kommentare. Okay, das hatten wir schon.
Ach so, das hatten wir glaube ich auch schon. Falls nicht, könnt ihr ja Stopp machen, dann könnt ihr das lesen. So, auf geht's in den Wald. Ja, da habt ihr es gehört, ein Schuss. Oh je. Was wird das wohl heißen? Irgendwas ist mit Huey auf jeden Fall passiert. Das tut mir natürlich sehr leid. Ich hoffe, wir finden den irgendwie. Hm, ich weiß gar nicht, bringt das irgendetwas, wenn ich das hier kaputt mache? Nö, hier auf keinen Fall. Was ist hier? Ist auch nichts. Ich mache das jetzt einfach mal kaputt. Zerstörungswut. Achso, hier. Was haben wir hier? Der Huhn. Ja, für Huey. Sehr gut. Ja. Schauen wir mal. Achso, da ist was drin. Medaillon. Sehr gut. Ja, und ihr seht da links so eine Sonnenuhr. Da kann man auch nochmal speichern, wenn man möchte. Das werde ich definitiv gleich machen. Ja, schön im Busch treten. Okay, hier ist nichts mehr. So, dann werde ich mal an der Sonnenuhr speichern. Dies ist eine Sonnenuhr. Ja, ich glaube, sie wird dazu benutzt, die Tageszeit je nach Länge und Richtung des Schattens anzugeben. Aber ich bin nicht sicher. Okay. Hä, wie jetzt? Achso, es ist eine andere Uhr. Ich wollte schon sagen, hä, wieso? Wieso geht das nicht? So, wo machen wir das am besten? Hier machen wir das. Das brauchen wir, glaube ich, nicht. Ja, nee, das brauchen wir nicht. Spieldaten bereits von... Ja, willst du überschreiben? Ja, möchte ich. Chaoswald. Wir sind im Chaoswald. Ja. Cool. Cool, cool. So, jetzt mal eben gucken, wo lang ich muss. Bin ich hier gerade richtig? Ich muss hier hin? Okay, hier ist schon mal richtig. So, ich bin mal gespannt, ob wir Huey finden. Ah, was ist das? Ah, es ist ein Baum. Okay. Ich glaube, als allererstes gehe ich mal hier rauf. Okay. Blöde Krähe. Ja, über die schöne Brücke. Es sieht schon sehr creepy aus hier im Wald. Das muss ich ja echt mal sagen. So. Edelantimon. Und ja, ihr seht, da hinten ist so eine Art Festung oder Burg. Da werden wir später noch hinkommen. Ja, aber keine Ahnung. Ich weiß nicht, wann genau. Schauen wir einfach mal. Und jetzt ab zu Huey. Ich hoffe, wir finden den armen Kerl. Wo möchte ich lang? Möchte ich hier geradeaus weiter oder möchte ich da links? Okay, okay, okay. Ich glaube, ich gehe erstmal hier lang. Okay, dann hier hin. Okay. Boah, das ist sehr verwirrend hier, muss ich ja echt mal sagen. Okay, da liegt auf jeden Fall was. Der Chaoswald. Es ist wie ein Labyrinth. Kamille. Ach, fantastisch. Cool.
Oh je. Geht's denn weiter hoch? Nur irgendwie nichts. Irgendwie nicht. Okay. Ich habe so das Gefühl, ich verlaufe mich hier. Oh, mein Auge juckt. Warte kurz. Oh, das Haar ist im Weg. Es nervt. Es nervt. Immer dieser blöde Chaoswald hier. So, links oder rechts? Ich glaube, ich gehe hier lang, oder? Huh? Okay. Wo bin ich hier? Your father's Azoth. That is what you did. What Azoth? I don't even know what that is. That Azoth belongs to us, Fiona. Don't you see? You are our child. Stop! I am not your child. I know exactly who my parents are. Fiona, we are, or rather I am, knowledge. I hold invaluable information from the dawn of time. I am a great alchemist. I will not die. I am Aureola's belly and I... Look at me, Fiona. Look. What? Just like your father, Ugo. Daddy. We are clones. We are clones. Ugo is no more. I am the original. Oh.
Azoth. I will finally be complete. You are about to give birth to me all over again. Ja, das war jetzt gerade sehr aufschlussreich. So, ja, wir sind auf jeden Fall gefangen, haben jetzt auch ganz andere Sachen an. Ja, wie ihr in der Sequenz gesehen habt, die war schon ein bisschen lang, muss ich sagen. Aber macht ja nichts. Ja, sein Vater und Ricardo, also der Ricardo heißt irgendwie Aurelius Belli, irgendwie so, sind Klone. Und er ist anscheinend das Original. Und das ist zu viel für Fiona. Also kann ich auch sehr gut nachvollziehen. Ja. Naja, keine Ahnung. Aber was mich gerade wundert, hier fehlt eine Sequenz irgendwie. Oder kommt die erst später? Ach, keine Ahnung. Da liegt auf jeden Fall was. Die sieht aus wie eine Art Karte. Die sieht... toll. Huch, das wollte ich nicht. Es sieht aus wie eine Art Karte. Hier ist eine Notiz. Gefaltete Notiz. Genau, ich habe gerade überlegt, wie mache ich das? Hä? Was war das für ein Geräusch? Warte eine Sekunde, es klingt wie Huey. Ja. Was ist passiert? Ich erinnere mich nicht daran, im Wald ohnmächtig geworden zu sein. Hat Ricardo mir im Schlaf etwas angetan? Was ist das für eine Robbe, die ich anhabe? Erzähl mir doch jemand, was passiert ist. Ja, anscheinend kommt die Sequenz dann später. Ach, ich wollte doch was... Ach, falsch. Okay, das war zu weit. Turmskizze. Die verwenden wir erstmal. Wasserturm stand da gerade drauf. Okay. So. Ah, hier war das. Gefaltete Notiz. Fiona, geht es dir gut? Lass mich dir von dem Ort erzählen, an dem du dich im Moment befindest. Dieser Ort ist als der Wasserturm bekannt. Dieser Ort ist als der Wasserturm bekannt. Okay, alles klar. Dieser verfluchte Ricardo hat dich in diesem Turm eingesperrt. Es entmutigt mich zu sagen, dass es in dem Wasserturm keine Ausgänge mehr gibt. Jedoch, es ist noch nicht alles verloren. Denn es gibt einen Weg, einen Ausgang zu schaffen. Irgendwo im Keller liegt ein Gegenstand mit dem Namen Magisterium. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Nachdem du ihn gefunden hast, benutze ihn im Obergeschoss des Turmes. Das wird einen Pfad öffnen, der den Wasserturm mit dem Haus der Wahrheit verbindet, wo ich wohne. Außerdem meide Ricardo auf jeden Fall. Er ist, um es ganz einfach auszudrücken, gefährlich. Ja, aber du selber, ne? Oh, wenn ich nur nicht mit diesem nutzlosen Fossil eines Körpers verflucht wäre, würde ich dir zu Hilfe eilen. Jedoch hat mir das Schicksal diese Gelegenheit nicht gegeben. Ich bete um deine Sicherheit, Fiona. Lorenzo. Okay, wieder ein Kommentar. So. Magisterium? Mehr sinnvolle Worte. Keine Ahnung, was das sein soll. Davon ausgehend, wie es bisher gelaufen ist, brauche ich das mal. Also schaue ich mich besser um. Mein Gott, dieses Lesen, ja, furchtbar. Es ist echt grausam manchmal. So, ist denn hier noch irgendetwas? So, was muss ich jetzt machen? Ach so, Huey. Go, Huey. Genau, der muss mir jetzt irgendwie den Schlüssel geben, glaube ich. Go, Huey. Ah, sehr schön. Gefängnisschlüssel erhalten. Ja, cool. Danke, Huey. Und
dann loben wir ihn nochmal. Was? Er hat gebellt. Warum hat er gebellt? Achso, da liegt was. Dankeschön. Viridel-Medaillon. Keine Ahnung wofür. Oha. Ja. Ich weiß nicht, was das sein soll, aber sieht wie Bier aus. Kann ich da... Ich sag da nichts zu, oder? Nur die sagt da nichts zu. Okay. Ja, neue Kleidung. Sieht doch fantastisch aus. Sieht doch echt nice aus. So. Oh, da ist was. So mit J. Bronzefigur. Figurine oder so. Okay. So, hier ist nochmal was. Dörrend. Okay, hier ist wieder so ein Teil. Hm, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Irgendwas kann ich da reintun auf jeden Fall. Ach, ich bin mir da gerade nicht so sicher. Soll ich das mal machen? Ach, keine Ahnung. Ich glaube, ich mache das erst in der nächsten Folge. Oder? Nee, komm, das machen wir hier. Ich muss unbedingt speichern, Leute. Das ist echt wichtig. Genau, ich war gerade ein bisschen verwirrt. Fiona! The formula is working, then. It works directly on the eyes. You can't see me, can you? You are mine. I own you. You are mine. I own you. So, ich muss auf jeden Fall weg hier und ich habe keine Ahnung, warum. Naja, der Ricardo gerade so aussah, wie er aussah. Ja, ich muss weg hier, okay. Shit, 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 shit. Damn much. Oi, oi, oi. Go, Huey. Eieiei, Leute. Das wird was. Das kann ich euch schon mal verraten. Und diese Stelle... Ja, die ist nicht schwer, die Stelle, aber...
Ricardo wird sehr oft hier auftauchen. Und ich weiß auch nicht, warum der Ricardo gerade so regenbogenmäßig aussah. Ich habe echt keine Ahnung, woran das liegt. Come on. Ich hoffe, der Hughie findet mich. Ah, er kommt näher. So, dann loben wir ihn mal. Hughie. Ja, mein süßer Hughie. Du bist echt süß. So, ich muss dringend speichern. Hughie. Ich hoffe, Ricardo ist noch nicht jetzt da unten. Weil, wie ihr schon bemerkt... Huch! Wie ihr schon bemerkt hat, kann er sich unsichtbar machen. Und ich muss ganz dringend speichern. Sehr dringend. Ah, Hilfe. Ach, Fiona, was soll denn das? Ah, sehr gut. Dann müssen wir später raus, wenn wir das irgendwie schaffen. Die Uhr ätzt Momente. Ja, ja. Speichern, auf jeden Fall. Dann speichern wir mal. Ja, ich weiß nicht, brauchen wir das? Nee, ich glaube nicht. Wasser. Wasserturmeingang. Okay. Wasserturm. Turmeingang. Ja. Schön. Ich möchte aber jetzt nochmal eben gucken. Okay, da könnte ich hin. Aber ich möchte nochmal eben kurz hier runter. Alles klar. Hier war ein Eingang. Aber da möchte ich noch nicht rein. Ja, ich weiß. Ich weiß. So, genau, hier war doch so eine Stelle, die ich kaputt machen konnte. Oh oh. Das war die falsche Stelle. Das war die falsche Stelle. Genau, das war die richtige. So, jetzt gehe ich nochmal hier kurz rein. Schnell hier rein, bitte. Und dann gucken wir noch mal. Wir haben ja... Achso. Ja, ich vergesse immer wieder, welche Taste ich drücken muss. Bronze, Figurine... Ich weiß nicht, sollen wir den Gottesstein da reintun? Oh, ich bin mir da gerade echt nicht so sicher. Ich glaube, den roten Gottesstein sollen wir da reintun. Ich mache das einfach mal. SS verändert sich, verwandelt sich. Und was ist es jetzt? Waisenohrringe. Ach, super. Und ich dachte schon, wann finden wir die? Ich glaube, diese Waisenohrringe sind für... Oh, mir fällt gerade auf. Wir haben unsere ganzen Sachen verloren. Ach, das ist doch blöd. Shit. Die sind unsichtbar, oder? Ohrringe hergestellt aus einem äußerst seltenen Material, dem Stein des Philosophen. Erhöht Erholungsgeschwindigkeit von Panik und die geistige Stabilität. Ja, den nehmen wir einfach mal. Ja, das ist jetzt blöd. Was ist das für alchemistische... Ja, ja, ja. Alles klar. Abbrechen. Weinender Stein. Können wir den irgendwie da reintun? Ich weiß es gar nicht. Nee, kann man nur ausrüsten. Naja, auf jeden Fall. Was ist jetzt erstmal mit dieser Folge? Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dann, Leute. Ciao.